Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir fahren ja privat ein E-Fahrzeug aus der PSA Group. Und dann interessiert uns natürlich, weil die PSA Group natürlich sehr, sehr groß ist, was Vans anlegt. Ne? Genau. Und dann haben wir gedacht, was machen sie denn elektrisch in der Van-Klasse? Sie haben hier einen Prototypen auf der Messe zu stehen und den zeigen wir euch wann? Nach dem Intro. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns doch das Fahrzeug einmal an. Ich werde das gleich nochmal von außen auch nochmal zeigen. Hier einfach erstmal das Cockpit. Es ist, ja, wie soll ich sagen, gewohnt aufgeräumt. Super Sache. Das haben wir auch in unserem anderen Fahrzeug. Und auch Tachoinstrumente und so weiter sind für uns sehr bekannt. Das kommt uns sehr bekannt vor. Auch die ganze Schalthebelerie kommt uns da sehr bekannt vor. Dann können wir mal einfach mal reinschauen nach hinten. Wir haben halt hier die normalen Sitze, die man halt auch benutzen kann für den normalen Transport. Wenn man auch mehrere Kinder hat oder sowas, dann kommen die natürlich auch sehr gut mit. Schiebetür zur Seite, wie das beim Van oft der Fall ist. Von hinten haben wir nämlich so eine kleine Besonderheit. Ich muss mal die Kamera heller machen. Hier sieht man dann auf der linken Seite ein Kochfeld. Finde ich gut gemacht. Das ist so Induktionskochfeld, was hier direkt eingebaut ist. Oberhalb sind dann auch nochmal Steckdosen, die jetzt im Moment noch fehlen. Aber es ist auch ein Prototyp, das haben wir ja schon gesagt. Das heißt, da muss man halt auch Rücksicht drauf nehmen. Ansonsten haben wir hier ein Aufstelldach. Da schauen wir gleich mal rein. Auf dem Dach befindet sich das Bett. Ihr habt eine bombastische Aussicht. Wenn ihr denn in der Natur stehen würdet, sozusagen. Das Bettenmaß blenden wir euch nochmal ein. Ist aber relativ geräumig, muss ich sagen. Sehr cool gemacht. Ja. Es ist halt immerhin noch ein Van. Aber halt auf E-Mobilität. Schauen wir ihn uns mal von außen an. Citroën-like, logischerweise. Macht was her. Vorne links habt ihr die Ladefunktion. Schnellladen geht natürlich auch. Aus unserer Erfahrung her, Schnellladen ist so das Auto in einer guten halben Stunde voll. Und ihr könnt wieder 340 Kilometer fahren. Ja, ein wirklich cooles Auto. Also man sieht, für die E-Mobilität wird hier auch was getan. Viel gibt es in so einem Vanstar natürlich nicht zu sehen. Wir haben gerade mal einen klassischen Vanstar angeguckt. Da gibt es eine andere Auflagefläche. Da hast du hinten ein bisschen mehr im Küchenbereich. Das wird alles sich entwickeln in den nächsten Jahren. Es ist aber der erste Schritt für Leute, die gerne mal übernachten wollen. Dafür gibt es auf jeden Fall die Bettmöglichkeit unten oder halt wirklich oben im Dach. Das ist wunderbare Sache. Er ist alltagstauglich dadurch. Also das ist für den ökologischen Schnellcamper, der gerne einfach mal irgendwo sich hinstellen möchte, schlafen möchte, ist es genau richtig. Er hat keine Toilette an Bord etc. Das müsst ihr wissen. Also entweder auf dem Campingplatz, Stellplatz etc. Dafür ist es da. So wie er hier steht, wie gesagt, es ist ein Prototyp, nochmal gesagt, ist aber so der Grundpreis bei 61.000 Euro. Das wäre auch der Preis, so wie er jetzt hier steht, würde er bei 61.000 Euro bleiben. Das einfach mal für euch zur Information. Kurzes, schnelles Video zum E-Campster. Wir werden das genau beobachten, wie sich die E-Mobilität weiterentwickelt. Und da werdet ihr das ein oder andere bestimmt auf diesem Kanal noch weiter sehen können. Das soll es jetzt gewesen sein. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund und dann sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.